Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Real Politics, der vermutlich letzten, vorerst letzten Aufnahmesession mit dem italienischen Stiefel. Ich denke mal, diese beiden Folgen dürften die erste Staffel sozusagen ein bisschen abrunden, bevor es dann nächstes Mal mit einem neuen Land weitergeht, mit Jamaika. Wobei ich natürlich parallel hierzu, also zu Jamaika, hiermit noch weiterspielen werde und auch neue Videos mit Italien machen werde, weil mir der Stiefel natürlich sehr ans Herz gewachsen ist. So, mal gucken, ob sich der hohe Kriegstreiber wird rächt. Und ob gleich wieder die Chinesen vorbeigedackelt kommen. Da bin ich mir nicht so sicher. Viermal Infanterie kommt noch. Dann sind wir gemaxt sozusagen. Ich glaube, es könnten zwei recht entspannte Folgen werden. Ich habe nichts mehr wirklich groß vor. Griechenland würde ich natürlich noch sehr gerne befreien, auch hier Georgien und Armenien und Damaskus vielleicht. Das sind natürlich Sachen, die würde ich alle sehr, sehr gerne befreien. Aber das muss wohl dann in den Folgefolgen sozusagen passieren. Oh, das ist ja schrecklich. Wir müssen an der Börse dringend vorbeischauen. So. Werden wir eigentlich immer noch massiv sabotiert? Ich denke mal schon. Das sieht mir sehr nach Sabotage aus. Ja, wir werden sabotiert. Definitiv. Brasilien macht die Rebellen fertig. Rebellen aus Paraguay. Tja, die USA angeschlagen, aber immer noch die Nummer 1. Ja, aber wie sind wir auf 1000 Punkte rangekommen? Also wir sind echt megamäßig rangekommen. 1000 Punkte nur noch. Das ist nicht besonders viel. Das kann man auch mal ruckzuck aufholen. Kann ich vielleicht hier was vorschlagen? Ich möchte gerne eine Angriffserlaubnis vorschlagen. Und zwar gegen den IS. Nein, nicht gegen die Türkei. Genau. Ich meine, das sind, ich möchte nochmal anmerken, das ist der Islamische Staat, das sind Terroristen. Die sind natürlich alle dagegen, ne? Aber ich bin hier der Böse. Lobbyarbeit. Wollen wir ein bisschen Lobbyarbeit betreiben? Ich lasse es erstmal ein paar Tage ablaufen. Aha. Ja, Polen, dann viel Spaß. Expandiere. Russland ist angeschlagen. Wir können ja mal gerade gucken, wie viel Militär hast du. Ja, das ist ein bisschen was. Kann das mit Russland mithalten? Ja. Polen könnte sich einen großen Teil von Osteuropa snacken. Das ist im Bereich des Machbaren. So. Wir leisten mal ein bisschen Lobbyarbeit. Lobbyresultate. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Hier ist Erfolg. Spion aus Frankreich. Okay, wir haben Lobbyarbeit gemacht. Stimmen die jetzt dafür oder wie sieht das aus? Ich bin noch der Einzige. Hm.
Okay. Also irgendwie hat die Lobbyarbeit jetzt nicht so wirklich megamäßig viel gebracht. Bericht des Spionagenetzwerks. Unsere Agenten haben eine Möglichkeit gefunden, beim Feind wirtschaftliches Chaos hervorzurufen. Sie wollen wissen, ob sie mit der Operation fortfahren sollen. Westjugoslawien. Ja, also wenn ihr gerade schon mal dabei seid, ich meine, dann könnt ihr auch fortfahren, in Westjugoslawien ein bisschen Stress zu machen. So, kann ich den hier vielleicht noch weiter auf die Eier gehen? Ja, hier komm. Gehen wir mal dem jetzt ein bisschen auf die Eier. Ich will das hier durchgedrückt kriegen, verdammt nochmal. Libyen, was möchtest du denn? Du möchtest Hilfe. Ich helfe. Ich helfe einfach mal. Warum denn nicht? Ich kann ja aber nichts weiter anklicken, ne? Also ich habe jetzt zweimal Lobbyarbeit betrieben, aber ich bin auch der Einzige, der dafür stimmt. Also irgendwie bringt das nichts. Irgendwie bringt das nichts. Hat sich angeschlossen. Wahrscheinlich werden die anderen bald folgen. Sohn eines Oligarchen festgenommen. Mhm. Wegen Trunkenheit. Also, Kollege, das Gesetz gilt für jeden, möchte ich nur mal anmerken. Ja, also... Das sei aber mal klar gesagt hier. Zack. Erstmal zwei neue Panzer holen. Ein voller Erfolg. Großartig. Schade, schade, schade. Wo wird er eigentlich rumgebombt? Ist doch nirgendwo etwas. Ist doch alles gut. Wieso habe ich hier die ganze Zeit rumgebombe, wenn hier gar nichts ist? Studentenaustausch. Ja, das möchte ich... Ja, warum nicht? Komm, Studentenaustauschprogramm, let's do it. Wieso höre ich hier? Hier ist doch alles ruhig. Aha. Verstehe ich gerade nicht, wieso ich hier die ganze Zeit Bomben, Hagel und so weiter höre. Hier, also... Die Welt ist friedlich aktuell. Verstehe ich nicht. Muss man nicht verstehen. So, die beiden Sachen sind gleich durch. Das ist sehr gut. Na, Deutschland. Sieht scheiße aus, oder? Sieht richtig scheiße aus, wenn man sich so ein bisschen übernimmt.
2090 sollte dann nicht... Also eigentlich sollte im Jahre 2090 in so eine Art Zwischenergebnis, Endergebnis wie bei Zivi kommen. Jetzt sind wir aber schon darüber hinaus. Oder war es 2099? Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall das beides implementiert. So, was machen wir denn mal als nächstes? Diplomatische Offensive. Eine diplomatische Offensive ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt brauchen. Und wir haben sogar noch einen zweiten Platz frei. Militär. Innenpolitik, Gesundheitsforschungszentren. Bringt Punkte, können wir aktuell gut gebrauchen. Gesundheitsforschungszentrum. Warum eigentlich nicht? Ein Gesundheitsforschungszentrum ist, denke ich mal, etwas, was man in Italien durchaus haben sollte. Bringt auch 100 Prestigepunkte. Die nehme ich doch gerne mal mit. Alter, wir sind nur noch 500 Punkte hinter den USA. Wir könnten sie knacken. Wir könnten sie echt knacken. Wir sind nur noch 500 Punkte hinter den USA. Also, die sind echt geschwächt. Ein nuklearer Schild. Ja, ich habe wie gesagt keine Sprengköpfe, aber ja, können wir von mir aus. Ja, hier, komm, der Deal steht. Der Deal steht. So, und natürlich mal wieder. Warte mal, ich gucke mal gerade hier. Die Beziehung, ja, die Beziehung, die können gepflegt werden hier. Gebäude fertiggestellt, sehr gut. Wieso bin ich hier auf Null? Wieso bin ich bei minus 186? Was ist jetzt denn nicht in Ordnung hier? Wow, 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 was ist hier gerade los? Was ist hier gerade los? Wieso bin ich bei 0 und minus 186? What? Okay. Hat vielleicht jemand gerade ein Quest? Russland, guten Tag. Ja, ich habe gerade keine Aktionspunkte Russland, also ich würde es sehr gerne machen. Ja, kann ich, wie gesagt, gerade nicht. Ist gerade ein bisschen schlecht. Okay. Wirtschaftliche Modernisierung 4. Gibt eine Menge Aktionspunkte. Ja, ich denke mal, das machen wir mal. Minus 600. Uiuiuiui. Projekte und Ereignisse. Okay, wir haben keine Aktionspunkte mehr. Das ist natürlich hammerhart kacke. Uiuiuiui. Eine Krise zum Schluss. Aktionspunkte.
Ohne Aktionspunkt kann ich nichts machen, Leute. Ach, das hier hat so einen richtig krassen Unterhalt. Ach so, ach, das habe ich gar nicht gesehen. Die diplomatische Offensive hat so einen richtig krassen Unterhalt. Wir lassen die diplomatische Offensive mal trotzdem ein bisschen laufen. Das müsste ja, ja, wobei, wir können es ja eigentlich nicht bezahlen, oder? Seltene Spezies. Aha. Ja, natürlich. Natürlich unternehmen wir was. Hallo? Okay, 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 okay. Abbrechen. Deaktivieren. Jawohl. Deaktivieren. Das geht auch so runter. Dann geht es halt ein bisschen langsamer runter. Boah, auf jeden Fall Aktionspunkte. Aktionspunkte. Gibt mir Aktionspunkte. Mehr. Blub will mehr Aktionspunkte. So. Nur noch 200 Punkte hinter den USA. Wir knacken die, Freunde. Wir knacken sie. Wir knacken sie. Na, USA? Oh. Ja. Tja, wer nur auf Militär setzt, der hat es halt nicht anders verdient. Was möchte Polen denn? Eine atomare Kooperation. Wow. Ja, vielleicht ein andermal. Ich habe aktuell alles andere als die Aktionspunkte, um das zu machen. So, was möchte denn Norwegen? Wirtschaftshilfe. Aber natürlich doch Norwegen. Dir helfe ich doch gerne. So, UK hat mal wieder eine eigene Börse eröffnet. Dann schmeißen wir sie mal raus aus unserer Börse. Ich würde gerne investieren. Ich will investieren. Investieren. Gebäude fertiggestellt. Das ist sehr gut. Oh, wir sind nur noch 100 Punkte. Nur noch 100 Punkte. Na, schaffen wir das noch? Komm, USA, ihr werdet fallen, ihr werdet fallen. Gleich bin ich Platz 1. Bericht des Spionagenetzwerkes. Ach, das sind wahrscheinlich diese neuen Sachen, die ich zuerst kriege. Kolumbien. Ja, komm. Sabotiert Kolumbien mal ein bisschen. Ist nicht verkehrt. Ah, oh, wir sind weniger als 100 Punkte hinter den USA.
Wir sind im Windschatten. Wir sind nur 50 Punkte hinter ihnen. Aber okay, wir kriegen nochmal den Preis für den zweiten Platz. Aber gleich ziehen wir an ihnen vorbei. Wir sind quasi im Windschatten. Wir aktivieren unser DRS. Und wir ziehen jetzt links oder rechts, am besten gleichzeitig. Wir teilen uns und ziehen links und rechts an ihnen vorbei. Und dann fügen wir uns vor ihnen wieder zusammen und rasen einfach davon. Müll und Sorgo. Die Westküste. Es wird ein fairer Deal. Machen wir einen wirklich fairen Deal? Ja, ich kann. Das kann ich leider nicht machen. Also ich kann. Ich habe nicht die Möglichkeiten aktuell, weil ich ein bisschen in Aktionspunkte Mangel bin. Also richtig fairen Deal kann ich nicht machen. Ich möchte aber auch nicht so einen Scheißdeal machen. Da kümmere ich mich lieber selber darum. Ich kümmere mich selber darum. Das wird schon. Das wird schon. Und wir sind Platz 1. Jawohl. Sehr gut. Tja, das kommt davon, wenn man uns angreift. Und wir sind vorbeige... Jetzt haben sie gerade irgendwas fertiggestellt. Wir waren gerade... Das gibt's nicht. Wir waren gerade für ein paar Sekunden auf dem ersten Platz und dann ist bei den USA irgendetwas fertig geworden und jetzt sind sie wieder an uns vorbeigezogen. Aber bei uns wird auch irgendwas fertig. Okay, wir waren kurz auf Platz 1, jetzt sind sie wieder an uns vorbeigezogen. Wir kämpfen, Freunde, wir kämpfen. So, verdammt, ey. Ich muss sparen. Hat hier nicht irgendjemand einen Quest? Ich muss investieren. Ich brauche Aktionspunkte. Komm, die kriege ich. So, unser UN-Gegenmandat ist quasi weg. Der Kriegstreiberwert wird runtergehen. Kein Quest. Kein Quest. Na komm. Wir investieren in Lettland. Vielleicht kriegen wir dann eine Menge Aktionspunkte wieder. Komm, wir müssen investieren. Wir müssen in unsere Partner investieren. Jawohl! Und da ist unser wohlverdienter erster Platz. Italien, die Nummer 1 der Welt. Hab ich's doch noch geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals an den Amis vorbeiziehen werde. Doppelgänger des Staatsoberhauptes. Ja, sucht mal einen Doppelgänger. Kann ja nicht verkehrt sein. Oh komm, bitte klappe, ey. Ich brauche Aktionspunkte. Jawohl, es hat geklappt. Ich nehme die Aktionspunkte. Sehr gut. Die Niederlande haben den UN-Sicherheitsrat verlassen und Kolumbien ist beigetreten. Na, sowas aber auch. Tja, USA, das war's. Du wurdest entthront. Du wurdest absolut entthront. Du hast jetzt nichts mehr. Also du hast immer noch sehr viel zu melden, aber nicht mehr so viel. So, komm. Weiter in dem IS ein bisschen auf die Eier gehen. Doppelgänger des Staatsoberhaupts getötet. Ja. Die Gerüchte über ein Attentat waren wahr. Naja. Kacke für den Doppelgänger, sag ich mal. Kacke für den Doppelgänger. Sehr gut. Das ist auffällig.
Ne? Knapp 150 Punkte vor den USA. Wir können unseren Vorsprung minimal ausbauen. Also, dass sie hier einiges an Gebiet verloren haben, das zahlt sich anscheinend aus. Wir ziehen echt an ihnen vorbei. Und wir bauen unseren Vorsprung aus. So. Und als Nummer 1 der Welt muss ich natürlich auch hier eingreifen, wo es nötig ist. Na, Deutschland? Yes. Bock bei meiner Börse mitzumachen. Auch wenn wir ein klein wenig geschrumpft sind. Investieren mal. So. Immer schön investieren. Firmenverstaatlichung. Eine unserer besten Firmen ist bankrott. Wenn wir das zulassen, verlieren tausende ihre Arbeit. Wir könnten sie verstaatlichen. Tun wir das. Wir verstaatlichen sie und retten sie. So, ich meine, Knete, wir schwimmen in Geld. Also das ist echt absolut scheißegal. Sehr gut. Ein voller Erfolg. So. Dem IS schön weiter auf die Eier gehen. Das Gesundheitsforschungszentrum, sehr gut. Hier haben wir es geschafft. Sehr gut, hier haben wir es auch geschafft. Ich nehme natürlich die Aktionspunkte. Da haben wir es leider nicht geschafft. Passiert. So, dann wollen wir doch mal sehen, Projekte. Wirtschaftliche Modernisierung, für die machen wir gerade. Erweiterte Arbeitsgesetze. Zu was führt denn das? Ja, erweiterte Arbeitsgesetze wären möglich. Landwirtschaftsregulierung. Könnten wir theoretisch machen. Gibt ein paar Punkte. Kleine Industriehilfen. Da kostet aber sehr viel Aktionspunkte. Gucken wir uns mal die erweiterten Arbeitsgesetze an. Na, das kostet noch mehr Aktionspunkte. Diplomatische Mission 4. Bringt Punkte, dauert nur Zeit. Ja, das könnten wir auf jeden Fall vorbereiten. Machen wir das mal. Diplomatische Mission 4. Aha. Das ist sehr gut. System beeinflussen. Beziehungen im Block verschlechtern. Das könnten wir mal versuchen. Jugoslawischer Krieg. Ostjugoslawien und Westjugoslawien. Ostjugoslawien gegen Westjugoslawien bahnt sich an. Ja, und da ist auch schon der Krieg zwischen Ostjugoslawien und Westjugoslawien.
Ja, dann kloppt euch mal. Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen was bestechen. Ich müsste das in Österreich nicht echt mal bekämpfen, ey. Gerade mal gucken. Libanon. Wir versuchen mal den Block zu sabotieren. Ostjugoslawien gegen Westjugoslawien. Ja, das ist ein ausgesprochen gleicher Krieg. Direkt neben mir quasi. Das finde ich als Nummer 1 nicht gut. Der Mars. Oh. Der Mars überlegt, unabhängig zu werden. Ah, mal gucken, was sich da entwickelt. So, was ich jetzt erstmal machen werde. Ich werde in Österreich eine kulturelle Umwandlung vollziehen. So. Oh, ach du heilige Scheiße. Hier ist ja... Eieieiei. Ach ja. Ja, natürlich nebenbei ist auch Stuttgart und ist natürlich auch der Master. Weil so, was ich machen werde, wie gesagt. Ja. Österreich kulturelle Umwandlung. Wir müssen das Problem in Österreich bekämpfen. So. Das war teuer. Aber es muss sein. Separatismus, damit muss man sich auch umschlagen. Mann, Mann, Mann. Ich könnte das beim Mars eigentlich auch instant machen. Machen wir mal. So. Mars dürfte sich damit bald erledigt haben, Österreich genauso. Ja, Bayern und Stuttgart sind logischerweise neu dazugekommen, um die Schweiz kümmern wir uns auch noch. So. Sehr gut, sehr gut. Die USA kommen absolut nicht mit.